Hallo Leute, willkommen zu einem kleinen, kurzen Video voller Tipps, Ratschläge, Infos. Gewohnt von Snyder, immer gute Ideen. Viele kennen es, Voranstrich aufs Draufblech schmieren. Haben wir hier. Nass, eklig, klebt, stinkt. Und wenn wir es drauf schmieren, müssen wir 2 Stunden warten, bis das Blech dann trocken ist, bis der Voranstrich getrocknet ist. Und das ist mir zu lange, weil Snyder arbeitet sehr langsam. Und um Zeit gut zu machen, gibt es einen ganz einfachen Trick. Wir nehmen den Brenner. Erwärmen das Blech. Dann nehmen wir den neuen Pinsel, weil der alte ist dreckig. Das ist jetzt nicht schon. Dann streichen wir das Alublech ein. Den müssen wir später auch noch anstreichen. Machen wir eigentlich nicht, aber wir machen es wegen Video. Also streichen wir mit Zinkschutz aus. Und dann streicht man hier und streicht und streicht und streicht. Vorne ist Tafel hin, weil wir ja vorne rumkleben. So Profi sind. Jetzt kommen wir hier rein. Vorsicht natürlich, der Voranstrich ist hochentzündlich, also nicht an die Stelle treffen muss. Was gestrichen ist. Wie gesagt, schön erhitzen. Erhitzen und dann streichen. Sieht man schon, wie schön das qualmt hier. Das ist so vertrocknet. Lang gehen. So. Können wir dann gleich mal einen Test machen mit den Fingern. Jetzt gehen wir hier vor noch, das letzte Stück. Ich brauche Tunke! Oh, das qualmt schön, das qualmt schön. So schnell wie möglich hinterstreichen. Ein bisschen abtrocknet. Da vorne lang gehen. So, schön vorne an der Kante, weil wir vorne rumkleben. Das darf man nicht vergessen. So, das können wir auch noch ein bisschen anpumpen hier. Die sind eh noch heiß. Das Gerüst stand vor uns gerade da. Das haben die gerade gebraucht. Das bringt die noch gleich wieder. Dann haben wir euch eingerüstet. Die haben gesagt, können wir das mal kurz nehmen, die Rüstung? Ich sage, ja, aber bringt es gleich wieder, weil wir können nicht ohne Gerüste arbeiten. Und meine PSA habe ich unten im Auto gleich. Und ansonsten ist alles schön bei euch. Also, ihr habt jetzt gesehen, wie einfach das ist. Auf jeden Fall einen Test machen. Hier. Klebt noch ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr nass. Also kann man jetzt im Prinzip, wenn man jetzt alles Pappe ausgelegt hat, angelegt hat, alles ist dann eigentlich das Blech komplett trocken und man kann sofort arbeiten. Das war's. Ich freue mich, wenn ihr es liked, teilt, kommentiert, Herzen gebt, Spenden schickt. Alles für uns. Gut, ciao.